So, hier bin ich wieder. Und es geht weiter mit Abby. Und ja, ich habe letztes Mal einen Klicker ganz gut mir so weggeklickt. Der sich ausgeklickt. Ja. Und wir haben ja immer von die ganze Zeit so Schüsse gehört. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir hier irgendwie rausfinden jetzt, wer da auf wem ballert. Im Moment habe ich ja noch so Gartenmöbel. Okay, wir müssen da hoch. Upsa. Ein Drache. Okay, in dem Mülltonnen ist nichts, ne? Also kein, was weiß ich, was wir gebrauchen können. Gut. Ist hier was drin? Mal gucken. Nee, ist nichts drin. Schade. Und hier hinten ist auch nichts. Aber da sehe ich was blinken. Eine Flasche. Okay, hier ist noch was zum Werfen. Aber ich habe ja schon. Oh. Nee, da ist nix. Und darunter kann ich auch nicht hin. Gut. Dann gehe ich mal hier lang. Hier ist das so eng. Hier ist ein Laden, da kann man rein. Okay. Apotheke. Damit. Hier in irgendwelchen Fächern ist wohl auch nichts drin. Das wäre ja was, wo man alle aufmachen könnte, sehe. Da ist aber einiges zu tun. Aber man kann nicht die Fächer aufmachen. Guti. Sonst ist hier nichts. Nur das da und es geht da nicht mit. Gut. Weiter geht's. Nächsten Laden. Was haben wir denn hier für einen Laden? Okay, ein Chinesen-Laden, der ja irgendwie so Sushi und sowas verkauft hat, mit Sicherheit. Halt eben chinesisches Essen und so. Goldener Drache und überhaupt. Ah, hier ist was. Moment. Hier unten, da unten, da. Ah, noch mehr. Okay. Schönes Bild. Wird aber keine Geschichte erzählt, ne? Ist nur so.
Okay. Es darf wieder geklickt werden. Hauptsache, was war denn das? Oh, auch noch unten durch. Okay. Oh, oh. Moment. Jetzt vielleicht. Ja, oh, beide. Na dann, zwei weniger. Nur noch Millionen. Nur noch Millionen. Das hat aber gefetzt, du. Mahjong. Ist auch ein schönes Spiel. Finde ich. Immer wieder andere Bilder, andere Steine und ja, da gibt es so viele Steine und Bilder von, also mit Obst, mit Gemüse, mit Tieren und überhaupt. Natürlich auch die original chinesischen Schriftzeichen und so weiter. Ich spiele das gerne. Oh, Wahnsinn. Beide genauso schön nebeneinander, jawoll, ja. Und der Körper und Beine zerfetzt. Oh, lecker, das ist. Welches Blut gehört zu wem? Tja. So viel Blut hier, ey. Das hat aber auch gespritzt. Ah. Na, das ist doch mal schön. Das ist doch mal schön. Ich kann ja mal sagen, weil ich die Folge jetzt hier aufnehme. Es ist 0.32 Uhr am 4.8.2020. Genau. So. Jetzt sehe ich diesen Drachen hier auch mal von dieser Seite weiter oben. Sonst ist da nichts mehr. Da kann ich rüber. Moment, erstmal hier unten durch. Nee. Okay. Na dann. Und hepp. Oh ja. Ei, ei, ei. Hier ist was im Weg oder kann man da noch hoch? Oh, da kann man auch noch hoch, okay. Vielleicht muss ich da ja auch hoch. So, was wurde hier eingepackt? Eine nackte Frau? Billard. Oh. Ein Brief mal wieder. Bo, es tut mir leid, dass ich nicht hier war, als du zurückgekommen bist. Hier muss es aussehen, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Irgendjemand muss die Fedra einen Tipp über unsere kleine Operation gegeben haben. Ich wette, es war Xiao, die Ratte. Ich konnte ein bisschen was von unserem Zeug verstecken, aber ich fürchte, unsere Geschäftspartner werden nicht erfreut darüber sein, dass ihre Lieferung weg ist. Ich habe ein paar Vorräte in den Safe gelegt. Schon wieder ein Safe. Die Kommission... bitte was? 689 689. Was soll das denn? Triff mich in unseren anderen Versteck. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns hier rausziehen. Pass auf dich auf. Mai. Okay, was soll denn das da? 689, 689. Okay. Okay, bin ich mal gespannt.
Oster. Ist das? Ich würde mal sagen, so eine Art Osterei, das man aufziehen kann. Relikt der Weisen habe ich erhalten, eine Trophäe. Okay. Ich habe ein Ei. So, wo ist jetzt der Safe? Ist er hier oben? Ist er ganz oben? Ist er unten? Mal gucken. Ne, hier oben. Nö, hier ist er nicht. Dann ist er unten. Was? Wer bist du denn? Ist wohl schon eine Weile her. Meine Prophetin. Dann alles durchgestrichen. Gewähre den Ältesten die Weisheit, die sie suchen, um uns zum Sieg gegen die Wurst zu führen. Vergib mir meine Schwäche, aber meine Zeit ist knapp. Ich bete, dass ich es bis zum Märtyrertor schaffe, um dir das zu bringen. Bitte behüte mein Kind, mach ihn glücklich, pass auf ihn auf. Es sind so viele gestorben, seit die Wurfs den Waffenstillstand gebrochen haben. Ich bete, dass meine Familie den Lohn unseres Opfers erleben darf. Die Welt ist im Gleichgewicht. Die Welt ist nicht im Gleichgewicht. Doch ich habe meinen Teil getan, um das zu ändern. Du hast mich durch den Sturm geführt. Jetzt muss ich ruhen. Möge der Sturm ruhig sein. Mögest du mich heimführen. Um die Familie zu schützen, sollte man besser keinem Totenkult beitreten. Munition. Okay, dann gehe ich nach unten. Dann müsste das Safe ja da sein. So. Na dann. Hep. Aua! Du Idiot! Aber echt, du. Und die schönen Vasen hier, Mensch. Tja, die eine ist kaputt, der Vase. So. Aber könnte ja auch vielleicht mal was drin sein in der Vase. Aber ich krieg, oder? Na ja gut, so kann ich die umwerfen. Gibt's auch sowas wie eine Zauberlampe hier? Tja. Könnte ja mal was versteckt sein, wer weiß. Hm? Und du? Nein. Komm. So viele Vasen, das hat bestimmt irgendwo was drin. Hier ist wieder so ein Drache, Donnerwetter. Alles klar. Hallo, kannst du auch mal kaputt gehen? Ja. Da ist noch was für mein Gewehr. Oder ein neues Gewehr. Hallo. Eine doppelläufige Flinte. Na super. Okay. Ich habe eine Flinte gefunden. Hoffentlich schmeiße ich die nicht ins Korn. Okay. Das ist ein Gong. Natürlich gleich Munition für die neue Waffe. Habe aber hier kein Safe gefunden.
merkwürdig. Wieso gibt es hier kein Safe? Oben war keiner und hier unten ist auch keiner. Bitte, was? Wo kommt die denn her? Ja. Ein ganz schönes Chaos angerichtet. Die geht nicht auf. Okay. Die geht nicht auf. Wo ist denn der Safe? Getarnt als Gong? Nee, kann nicht sein. Hier unten ist aber echt keiner. Moment. Aber ich bin doch von oben runtergefallen und das heißt, ich kann ja nicht mehr hoch. Also muss ich hier unten doch irgendwo raus können. Und das geht auch dann nur durch die Tür. Okay, das reicht. Moment, ich war jetzt da drin. Und dann muss ich auch hier jetzt drin gewesen sein, ne? Oder? Ja, die Bilder kenne ich. Aber ich habe den Safe nicht gefunden. Merkwürdig. Normalerweise sind die doch mal ganz nah beieinander. Okay, ein Checkpoint. War 6, 8, 9, 6. Keine Ahnung, ich war ja oben. Dann war ich unten. Und ich habe da kein Safe gesehen. Merkwürdig. Naja. Märtyrer Tor. Der Waffenstillstand wurde gebrochen, aber ihr kommt zurück. Haben wir den Mist nicht hier weggeräumt? Können wir es öffnen? Jo. Alles Glocken. Ich muss mal ganz kurz schneiden. Moment. Hier Pause machen, meine ich. Okay, es waren noch ein paar Sekunden. Jetzt geht's ja weiter. Okay, so. Meine Prophetin, bitte gewähre mir, könntest du. Vielleicht ist es unmöglich, worum ich dich bitten möchte, aber ich muss dich bitten, segne die Wolves mit deiner Erkenntnis, deiner Weisheit, deiner Liebe, auf dass sie ihren selbstsüchtigen Wegen abschwören und ihre Waffen niederlegen. Mögest du Frieden in die Welt bringen. Ihr wollt Frieden? Meint ihr
unserer Insel. Nee, da ist nix. Okay, dann nicht. Vielleicht hier oben. Ist was. Wie komme ich denn dahin? Okay. Lass die Sonne untergehen. Okay, da kam ich nicht rüber, auch nicht mit Anlauf. Gut. Oh, Leiter. Oder? Ja. Jo, fürs Gewehr. Ach, voll. Okay. So. Eine neue Waffe zum Kloppen. Ja. Prophetin, ich möchte wieder auf die Jagd gehen. Bitte erfülle meinen Wunsch nach einem neuen Ross. Schnell und stark. Einen neuen Sattel und neuem Zaumzeug. Sie ist keine gute Fee. Meine Prophetin, ich brauche nicht viel. Meine Bedürfnisse sind gering. Aber meine Hände sind ungeschickt und ich kann zu unserer Arbeit für das Dorf nichts beitragen. Ich kann nichts reparieren, schmieden oder bauen. Ich bitte dich, mir diese Fähigkeiten zu schenken, damit ich produktiv sein und mir Respekt verdienen kann. Okay. Immerhin mal eine praktische Bitte. Hatte ich auch noch was? Dann haben Leute ihre Wünsche hier auf den Zelle geschrieben und die einfach hier dran gehängt. Prophetin, ich diene dir gut. Ich habe von zwei Wurps in deinem Namen befreit. Und ich werde dir noch viele weitere schicken. Bitte lasse mich lang genug leben, um zu sehen, wie du Erlösung über dieses Land bringst. Okay, das ist fast ja so wie, dass Leute oder dass Kinder halt Briefe schreiben an den Weihnachtsmann oder was und dann irgendwelche Leute die Briefe dann hier beantworten und so. Okay, was haben wir hier für einen Wunsch, den jemand geäußert hat? Meine Prophetin, schenke deinen Kindern Wohlstand und Kraft, auf dass wir diese Welt von ihrer Krankheit befreien und neu anfangen können. Schon viel verlangt, Kumpel. Okay, und was wird hier verlangt? Meine Prophetin, schenke den Ältesten die Weisheit, mich mit Edmund zu verpaaren. Er ist stark und geschickt,
zärtlich und freundlich. Ich sehne mich danach, seine Kinder auszutragen. Oh Gott. Ja. Ich auch. Ich meine, ich will ja auch weitermachen. Käme ich da durch? Ich weiß es nicht. Deswegen gucke ich nochmal eben schnell hier. Alter, hier ist ja viel zu lesen wieder mal, ey. Der ist lang. Also der Brief. Cam. Danke für deine Nachricht. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen. Ich bewache hier immer noch die Scar-Prophetin. Ich habe dir das noch nicht erzählt, aber bei meiner letzten Schicht habe ich mit ihr geredet. Ich habe sie gefragt, warum sie das macht, warum sie ihre Leute nicht einfach sagt, dass sie die Waffen niederlegen sollen. Sie fing dann mit dem üblichen Skarmis an, dass wir zurück zur Natur müssen und dass wir uns zu sehr auf Maschinen verlassen und so weiter. Aber dann hat sie gesagt, dass sie keinen Krieg will und dass der Tag des Aufbruchs ein Weckruf war, aber nicht alle aufgewacht sind oder so ähnlich. Es wurde gerade interessant, als der blöde Louis reinkam und mich angemacht hat, weil ich mir ihr geredet habe. Müsste das nicht heißen, weil ich mit ihr geredet habe? Aber als er sie angeschrien hat, hat sie ihn nur angelächelt. Sogar als man sie in eine andere Zelle gebracht hat und die anderen Wachen sie beschimpft und herumgeschubst haben, hat sie nur ganz ruhig gelächelt. Es war unheimlich. Alle sagen, dass sie verrückt ist, aber ich sage dir was. Seit ich mit ihr gesprochen habe, verstehe ich, was sie meint. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube, dass ihre Anhänger total durchgeknallt sind, aber sie hat etwas an sich, das einen packt. Über flächige Titten. Ich habe gehört, dass man sie jetzt an einem sicheren Ort bringen will. Wir sehen uns zu Hause, sei vorsichtig. Sally. Sally, okay. Isaac. Durch dich wurde eine Verrückte zur Märtyrerin. Sally. Weiß nicht. Moment. Da ist voll. Das geht mit. Oh. Schön. Das ist doch gut. So, Kurzwaffenholster. Yep, jetzt kann ich da auch wieder wechseln. Das ist gut. Zack, zack, zack. Brauche ich nicht. Ja. Die Waffe hat nur einen Schuss? Im Ernst? Boah, was ist denn das für eine Waffe? Ein Schuss und dann musst du ja gleich wieder nachladen. Das ist nicht gut. Ja, bücken. Bück dich mal, du Sau. Ha. Warte mal. Genau, jetzt bin ich hier. Ha. Was ich ja gerade noch vom anderen Ende gesehen habe. 1, 2, 3, 4, 5 gegen 1, 2, 3, 4, 5. Aber das Brecheisen sieht besser aus. Gut. Hier komme ich nicht durch, ne? Das
Sieht mir zu zugewachsen aus. Okay. Und hier die Tür. Da ist die Tür. Nein. Gut, und hier rüber. App. So. Dann könnte vielleicht die Möglichkeit hier sein. Oder? Nee, auch nicht. Okay. Da ist auch kein Durchgang. Naja, aber das eine geht nicht mit. Ah, und ich kann auch so viel nicht herstellen. Ja. Okay. Dann nehme ich das jetzt mit. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Ach, hier geht's dann runter, ne? Hep. Bin ich dahinter? Da ist eine Lücke im Zaun. Oh, oh. Oh, weia. Okay. Oh. Oh. Das sind aber viele. Klicker und Pfeifer. Okay. Bitte was? Oh. Oh, 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 nein, ich. Mann. Oh. So ein Kack. Bin ich da? Das ist Schreck. Alles genau absuchen. Holt sie euch. Au! Die wollten mich doch gerade drücken. Au, Mann! Dich mal, Alter. Nicht gut. Das ist nicht gut. Au, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Au. Moment, Moment. Ich habe jetzt meine neue Waffe hier. Oh Gott, von zwei Seiten sehen die mich. Okay, tut mir leid. Doch. Leider war kein zweiter da. Ja.
mit dem Kopf gegen die Wand. Das tut doch weh. Und wieder eine schöne Waffe. Schließ in das Gebäude rein. Ja, ja. Die ist da drin, ich weiß. Habt sie euch. Okay. Wer sieht mich denn da hinten? Fenster irgendwo jemand oder was? Du hast ja gleich ausgepfiffen, du. Du Pellkartoffel, du. Hallo, guck mir. Komm, 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 leg dich doch hin, Alter. Puh, okay. Eine Person läuft da hinten rum. Gucken wir mal. Ja gut. Eine Patrone. Wenn ich das jetzt kaputt schlage, dann kann das irgendwer hören, der in der Nähe ist. Das ist zum Werfen. Yep. Wer kriegt das als nächstes hier an den Kopf? Die alten Pfeifen von wieder, ey. Na komm, kommt doch hier, ihr Pfeifen. Okay, mal sehen. Hat das wer gehört? Er hat's gehört? Wer hat gehört? Ja, 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 Alter, pfeif doch nicht so, Mensch. Lass sie nicht entwischen. Nein. Aua. Nicht entkommen lassen! Und noch, ja klar. Wie schnell kann der denn seine Pfeile abfeuern? Alter, das ist doch nicht möglich hier. Hallo. Ja, genau. Ey, immer das von zwei Seiten, ey. Das ist doch nicht wahr, ey. Du bist am Heilen, dann trifft der eine dich, dann wird die Halle unterbrochen, dann trifft der andere dich, ey. Eieieiei. Okay, ich habe gleich 40 Minuten auf meine Uhr. Würde ich aber gerne hier weg haben. Okay. Auch von hier kommt auch Geld. Oh, das sind zwei. Moment. Dann krabbel ich mal hier hin. So. Das wäre ja... Nee. Zwei auf einmal, das geht nicht. Okay. Ja, ja, ja. Ja, 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 ich komme mit. Ey, ey, ey.
Okay, das Getränk würde ich aber nicht trinken. Der eine geht jetzt da hoch. So, wo ist die nächste Pfeife? Hier scheint keiner zu sein. Dann mache ich das auch eben nochmal kaputt hier. So. Ich habe nichts mehr, oder? Doch, na, ich habe das da. Okay. Ah, hier gibt's Comics. Hier gibt es Comics und sonst nichts. Ein Bus. Ich verstecke mich hier im Bus bis zur nächsten Folge. Haha. Das reimt sich auch. Also, ich mache jetzt Schluss in diesem Bus. Oder so. Also Leute, der Bus fährt ja doch nicht mehr weg. Deswegen bleibe ich hier drinnen. Sage danke fürs dabei sein. Dann bleibe gesund oder werde gesund und dann geht es hier nächstes Mal weiter. Mal sehen, wie viele Pfeifen wir hier noch zum Schweigen bringen. Dann mach's mal gut, ne? Bye bye.